Ja, Katrin hat mich auf ein Rätsel aufmerksam gemacht bei Spiegel Online, das in etwa so aussieht. Man hat einen Halbkreis. So, einen Halbkreis. So. Und da sind zwei Strecken abgetragen, nämlich einmal eine 5 cm Strecke. So. Und dann eine senkrechte Strecke dazu mit der Länge 15 cm. So. Ja, und die Frage ist, wie groß ist der Radius des Halbkreises? Okay, da werden online schon verschiedene Lösungen diskutiert. Eine ganz einfache Lösung, die ich hier mal kurz vorstellen möchte, ist die über den Höhensatz des Euklid. Was besagt nochmal der Höhensatz? Für den Höhensatz braucht man ein rechtwinkliges Dreieck. Das zeichne ich gerade mal hier rechts hin. Ein rechtwinkliges Dreieck. So. Okay, das soll ein rechter Winkel sein, ja? So. Und wenn man da die Höhe einzeichnet, also die Höhe, so, dann wird die Hypotenuse in zwei Strecken unterteilt, zwei Abschnitte, nämlich diesen und diesen, die nennen wir mal P und Q. So, und der Höhensatz des Euklid besagt jetzt, dass das Höhenquadrat genauso groß ist wie das Rechteck mit den Seitenlängen P und Q vom Flächeninhalt her. Ne? Das kann man auch mal einzeichnen, dann sieht man, wie das gemeint ist. Also wenn ich jetzt hier das Höhenquadrat einzeichne, das in etwa so aussieht, soll ein Quadrat sein, ne? Das Höhenquadrat, das soll genauso groß sein wie das Rechteck mit den Seitenlängen P und Q. So. Okay. Ja, das heißt, wenn wir den Höhensatz anwenden wollen, brauchen wir erstmal ein rechtwinkliges Dreieck. Woher wissen wir, dass jetzt im linken Bild ein rechtwinkliges Dreieck versteckt ist? Ich zeichne das gleich mal ein, ne? Dieses Dreieck hier ist rechtwinklig mit dem Satz des Thales, ne? Jeder Winkel hier über dem Halbkreis, im Halbkreisbogen, ist ein rechter Winkel. Gut, also wir haben hier oben einen rechten Winkel, das heißt, das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und jetzt ja, können wir den Höhensatz anwenden, um Q herauszubekommen. Ne? Und zwar wissen wir, h² gleich p mal q, das hier ist p, das ist h. So. Also h² gleich p mal q nach dem Höhensatz des Euklid. Das heißt, wir haben hier 15 zum Quadrat ist gleich 5 mal Q. So, 15 zum Quadrat ist 225. Und daraus folgt, Q ist gleich 225 durch 5. Und wie viel ist das? Das ist 45. Das bedeutet, die Hypotenuse ist 50 cm lang, p plus q. Ja, p plus q ist gleich 50 cm. So, und das bedeutet, der Radius ist gerade die Hälfte von p plus q. Also r ist gleich p plus q halbe gleich 25 cm.